Jedenfalls, wir machen jetzt weiter mit Manfred Haferburg. Er sitzt schon bereit hier neben mir. Er ist Nuklearenergetiker und ist in Querfurt geboren, in Sachsen-Anhalt, demzufolge auch in der damaligen DDR. Der Herr Haferburg studierte an der TU Dresden Kernenergetik und machte eine Blitzkarriere im damals größten AKW in Greifswald. 1987 im euch allen bekannten Katastrophenwinter war er dort Schichtleiter und hat dort Höchstleistung geliefert, indem er das AKW am Laufen gehalten hat während dieses Katastrophenwinters. Nach der Wende kümmerte er sich für die WANO, die World Association of Nuclear Operators, um die Sicherheitskultur von Atomkraftwerken. Er hat weltweit mehr als 100 Kernkraftwerke besucht und sich die Realität in Sachen Sicherheit wirklich aus nächster Nähe angesehen. Schon in der DDR hat er sich sein eigenständiges Denken und seine Meinungsäußerung nicht verbieten lassen und wurde demzufolge leider auch in Stasi-Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen in Berlin inhaftiert. Nun ist er hier und berichtet uns über das Narrenschiff Energiewende mit voller Fahrt aufs Riff. Herr Haferburg. Dankeschön, Maja. Danke den Organisatoren, dass Sie mich eingeladen haben. Und danke Ihnen, dass Sie die Geduld haben, hoffentlich mir zuzuhören. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über die Klimahoax sprechen, müssen wir natürlich auch über das Resultat sprechen, nämlich die Energiewende. Und das ist heute meine Aufgabe. Ich möchte also zu Ihnen über die Energiewende sprechen. Ich muss vorher noch einen kleinen Disclaimer loswerden. Es kann sein, dass die hier Leute, die hier vorne sitzen, sehen, dass man plötzlich mir meine aufgeregte linke Hand ein bisschen zittert. Machen Sie sich keine Sorgen. Es tut mir nicht weh. Das ist nur ein bisschen lästig. Das sind Bremse und Gras durcheinander geraten. Ja, die Energiewende im Narrenschiff, volle Fahrt aufs Riff. Ich möchte eigentlich mit einem kleinen Vers beginnen, den der Reinhard May, weil ich meinen Vortrag unter dieses Motto gestellt habe, den der Reinhard May in einem Lied prophetisch im Jahr 2006 erdichtet hat. Und der beschreibt den Zustand der Energiewende aufs allerbeste. Und deswegen fange ich mit diesem Text an. Das Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm und ein dumpfes Mahlen grollt aus der Maschine und Rollen und Stampfen und schwere See, die Bordkapelle spielt Rumba Tätere, die Lenzpumpen leck und die Schotten blockiert, die Ladung ist faul, Papiere fingiert, die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten, die Seen schlagen mannshoch in den Laderaum und Elmsfeuer züngeln vom Ladebaum und keiner an Bord mag die Zeichen zu deuten. Das ist der Zustand, in dem sich das deutsche Energiesystem derzeit befindet. Und der Reinhard May hat ja auch noch dazu gedichtet, von wem sowas kommt. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff. Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Das ist sozusagen die dichterische Einleitung zur Energiewende und zum Stand in Deutschland heute. Dieses Bildchen hier, was haben deutsche Beamte gebastelt? Es ist von mir verbessert worden. Ich habe auf das Narrenschiff der Energiewende die Protagonisten drauf gebaut. Aber ich hätte nie geglaubt, dass deutsche Beamte zu solcher Humorleistung fähig sind und das war der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof hat im März diesen Jahres einen Monitoringbericht geliefert und der hat dem Bundeswirtschaftsminister Dr. Habeck ins Stammbuch geschrieben, keines seiner Energiewendeziele ist außer der Sonnenkollektor, und da gibt es genug, ist im Zielpfad. Dieses Riff besteht aus den Strompreisen, aus den Umweltwirkungen, aus den Backup-Kraftwerken, der Netzausbau und die erneuerbaren Energien. Das ist das Riff, auf das die Energiewende zusteuert. Und
Sie sehen, es gibt keine Durchfahrt da. So schlau waren die Beamten vom Bundesrechnungshof und das sind wahrscheinlich die wenigsten Beamten, die überhaupt noch arbeiten. Der Dr. Habeck hat das zur Kenntnis genommen. Er war ja gerade in den USA, als das herauskam, und hat dort in den USA auf einer Rede gesagt, ich zitiere, sonst würde ich das nie sagen, solve finally your fucking problems with the energy turnover. So, und diesen Bericht, der kam zur Unzeit und er hat ihn zur Kenntnis genommen. Und ich möchte ein kleines bisschen den Zustand der Energiewende Ihnen erläutern. Können wir das nächste machen? Ich knüpfe an bei meinem Vorredner. Wir sehen hier zwei Screenshots. Zum einen die Tagesthemenwetterkarte am 6. Juni 2016 und die Tagesthemenwetterkarte am 6. Juni 2023. Ich lasse das einfach mal wirken. Sie können ja selbst die Zahlen erkennen, die da stehen in der Wetterkarte. Und Sie sehen, dass das, was mein werter Vorredner gesagt hat, natürlich zu 100% zutrifft. Ne? Wir werden hier manipuliert. Nächste Folie bitte. Warum ist das so wichtig? Warum ist die Energiewende so von Bedeutung? Wenn die Astronauten aus der ISS auf die Erde herunterschauen, dann sehen sie so ein Bild. Und sie sehen, dass in den Industrieländern gibt es genug Licht und es gibt einen dunklen Kontinent, das ist Afrika. Und Afrika, da wissen wir, was dort los ist. Wenn die Menschen nicht genug Energie haben, dann können sie nicht säen, pflügen, ernten, transportieren, verarbeiten, verteilen. Und deswegen gibt es in Afrika Kriege und Hunger. Und das Recht des Stärkeren gegen den Schwachen. Und wenn die Energiewende weiter fortgeführt wird, dann kommen wir dorthin. Wir entwickeln uns mit unserem Land in Deutschland in Richtung eines Entwicklungslandes. Nächste bitte. Und das Hinterhältige an der Energiewende ist, dass sie uns dabei auch noch belügen und betrügen. Wir leben nämlich, jeder von uns in Mitteleuropa lebt den Standard eines römischen Kaisers. Das lässt sich leicht ausrechnen. Der römische Kaiser hatte rund um die Uhr ungefähr 100 Sklaven zu seiner Verfügung und ein Sklave hat so eine Energiebasis, die er leisten kann. Das sind so um die 100 Watt, ein bisschen weniger. Und das können Sie in Steinkohleneinheiten umrechnen. Und diese Steinkohleneinheiten ist genau das, was wir verbrauchen heutzutage. Das heißt, wir leben den Standard eines römischen Kaisers und was die Grünen uns nicht sagen, ist, welchen Sklaven müssen wir denn entlassen, wenn wir jetzt Energie sparen wollen? Entlassen wir den Sklaven, der unser Badewasser heiß macht, das wurde ja schon vorgeschlagen. Entlassen wir den Sklaven, der uns transportiert, das wurde auch schon vorgeschlagen. Sie haben mich gestern zu Tode geängstigt, der Kollege aus den USA, als er die ganzen Vorschläge da hörte. Also wenn das umgesetzt wird, dann sind wir im Gulag. Nächste bitte. Es ist aber nicht nur, ich will nicht nur den Habeck beschuldigen, sondern es sind mehrere Gespensterbahnen von Regierung, die an dieser Geschichte gearbeitet haben. Am 3. Juli 2020 hat der Minister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, die Wunderwaffe von Angela Merkel, nenne ich ihn, Folgendes gesagt. Wir sind das einzige Industrieland dieser Größe, das gleichzeitig aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie und dann aus der Nutzung der Kohleverstromung aussteigt. Das sind die historischen Aufgaben und die Leistungen, die wir zu vollbringen haben. Also dieser Satz ist so schräg, dass ich mich gewundert habe, dass da nicht der ganze Bundestag aufgestanden ist und rausgegangen ist. Es ist unfassbar, was dieser Mann gesagt hat. Nächste bitte. Das war zu einer Zeit, als wir noch im grünen Bereich der Energiewende waren. Sie sehen hier so eine kleine Grafik. Stromnetzbetrieb befindet sich in der Mitte zwischen Netzsicherheit, ökonomischer Grenze und Energiewendeziele. Und auf der linken Seite sehen Sie den Strommix im Jahr 2008. Das können Sie im Groben so sehen, dass es so ein Viertel Kernenergie, ein Viertel Steinkohle, ein Viertel Braunkohle und dann ein Viertel der Rest. Und da hatten wir also verträgliche Preise.
wir waren in der Mitte, wir hatten eine hohe Netzsicherheit, die Margen wurden eingehalten und die Energiewendeziele waren noch nicht wirksam. Nächste bitte. Dann kam die Energiewende und es begannen die Kraftwerksstilllegungen. Wenn ich in einem Netz Kraftwerke stilllege, dann verschiebt sich natürlich der Arbeitspunkt des Netzes in Richtung der Grenzen. Und im Jahr 2022, da hatten wir ja schon die meisten Kernkraftwerke abgeschaltet und wir hatten auch schon einige Kohlekraftwerke stillgelegt, sodass der Stromnetzbetrieb in die Margen gekommen war und Strom war furchtbar teuer geworden. Das war sozusagen der Zustand im Jahr 2008. Und Sie sehen an diesem linken Bild, das sehen Sie die Stilllegung der gesicherten Leistung bis 2038. Der Durchschnittsbedarf von Deutschland derzeit beträgt 75 Gigawatt. Jetzt haben wir das Energiewendejahr 2024 und wir sind über alle Grenzen hinausgeschossen. Die Kraftwerksstilllegungen und der Ausbau der erneuerbaren Energien haben dazu geführt, dass der Netzbetrieb nicht mehr sicher ist. Deutschland beherrscht den N-1-Fehler nicht mehr. Wir haben eine Unzahl von Handeingriffen in das Netz. Die ökonomischen Grenzen sind überschritten. Die Industrie flüchtet aus dem Land. Und Sie sehen, was die Regierung dagegen unternimmt. Sie wollen Gaskraftwerke bauen für die abgeschalteten Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke, die sie haben. Und sie wollen eine Strompreisbremse einführen. Das ist nichts weiter, als dass sie sozusagen diesen Arbeitspunkt wieder in den Kreis kriegen wollen. Was sie dabei nicht berücksichtigen, ist, dass die erneuerbaren Energien ein gigantisches Klumpenrisiko darstellen. Was ist das, ein Klumpenrisiko? Wenn wir eine Dunkelflaute bekommen, dann fallen die alle gleichzeitig aus. Dann gibt es weder Sonne noch Wind und dann fallen die alle gleichzeitig aus. Das bedeutet, wir brauchen 100% des Bedarfs an Backup-Kraftwerken. Dazu müssen wir natürlich ein bisschen wissen, wie so ein Stromnetz funktioniert. Das Stromnetz funktioniert eigentlich so wie diese feste Welle. Das Stromnetz in Deutschland ist eine feste Welle, die von Flensburg bis nach München runterreicht. Und alle Kraftwerke, die auf dieses Stromnetz speichern, haben so einen Treibriemen auf dieses Netz und drehen sich alle gleich schnell. Und die Arbeiter können hier so einen Riemen auf die Orgel werfen und ihre Maschinen bedienen. Das sind sie. Die Funktionalität des Netzes war so, dass also große Kraftwerke das Netz drehten und die Verbraucher machten, was sie wollten, wenn so beim Fußballspiel zum Beispiel in der Halbzeitpause, da kamen plötzlich, was weiß ich, 500 Megawatt zusätzliche Leistung hinzu, die ausgeregelt werden mussten mit dem Kraftwerk, weil die Leute alle aufs Klo gegangen sind und den Kaffeekessel eingeschmissen haben oder die Bratpfanne. Heute hat sich das geändert. Heute machen die Verbraucher, was sie wollen, immer noch, aber auch die Kraftwerke. Und wenn Sie sich das Stromnetz in Deutschland angucken, dann sehen Sie, dass wir 36.000 Kilometer Höchstspannungsnetz haben. Das sind die großen Transportschienen. Dann haben wir 96.000 Kilometer Hochspannungsnetz. Dann haben wir 520.000 Kilometer Mittelspannungsnetz und über 1 Million Kilometer Niederspannungsnetz. Und bitte merken Sie sich diese Zahl, ich komme noch auf die zurück. Weil die sind ungeheuer wichtig, insbesondere die letzte, das Niederspannungsnetz. Strom ist das verderblichste Gut der Welt. Der muss nämlich genau in der Zehntelsekunde erzeugt werden, wenn er verbraucht wird. Hier sehen Sie, das ist die Erzeugung, das ist der Verbrauch und da sehen Sie, das muss in Waage sein. Und wenn jetzt sozusagen mehr verbraucht wird, dann bewegt sich die Waage nach links und Sie sehen, was dann passiert. Dann wird zusätzliche Leistung angefahren und wenn wir die nicht mehr haben, weil wir keine Reserven haben, dann wird Leistung abgeschaltet in der Fläche, Industriebetriebe oder Verbraucher und zu guter Letzt kommt es zum Blackout. Und das betrifft auch die Überproduktion. Wir haben ja in Deutschland Überproduktion an Mittagen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und verklappen den Strom in die Nachbarländer, in die Schweiz zum Beispiel. Die freuen sich, die pumpen dann in ihren Pumpspeicherwerken und wir zahlen noch dafür in Deutschland. Äh,
Eine interessante Zahl für Sie, sind die Redispatch-Maßnahmen. Sie sehen hier, das ist so eine Netzleitstelle. Da sehen Sie die Kollegen, die dort arbeiten, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Das ist sehr kompliziert, das Netz stabil zu fahren. Und im Jahre 2000 mussten diese Männer im ganzen Jahr 5-mal Hand eingreifen, um das Netz zu stabilisieren. 5-mal in einem Jahr. Im Jahr 2022 waren es 12.000 Handeingriffe. Und die Kosten für diese Handeingriffe, sie müssen ja Kraftwerke hoch und runter fahren und sie müssen Leistung abschalten, die auch bezahlt werden muss über das EEG. Die Kosten betrugen für Deutschland über 2 Milliarden Euro. Und hier sehen Sie im Vergleich dazu Frankreich. Das gibt hier unten gar keinen Sinn. Die haben 7,5 Millionen Redispatch-Kosten gehabt im Jahr 2022, weil sie so eine stabile Kraftwerksgrundlast in den Kernkraftwerken haben. Also was wir hier sehen, ist, wir sehen, wie die Gefahr steigt. Jeder Handeingriff in das Netz ist ein Beinahe-Ereignis. Und eine Häufung von Beinahe-Ereignissen deuten auf das hin. Ich will Ihnen jetzt nicht den Blackout monatlich machen. Ich höre immer wieder in Gesprächen, dass die Leute sagen, uns fehlt doch mal ein richtiger Blackout. Wünschen Sie sich das nicht. Wünschen Sie sich das nicht. Sie werden im Kaufhaus des Westens in Berlin in einem Fahrstuhl sein, wenn der Blackout kommt. Und auf halber Höhe mit 25 Leuten auf 9 Quadratmetern. Und 5 Tage wird es dauern, bis man sie rausholt. Das ist die Zeit, die das THW angibt beim Blackout. Die Energiewende hat 3 unheilbare Konstruktionsfehler. Energiedichte, Volatilität und Ökonomie. Und das können Sie nicht reparieren, das ist nicht reparierbar. Das sind Konstruktionsfehler, die sind eingebettet in die Energiewende. Warum muss man eigentlich so viele und so große Windräder haben? Sie sehen hier, das ist das Mingyang, das derzeit größte Windrad der Welt. Und diese Größenvergleiche sind maßstabsgerecht. Das ist fast so groß wie der Eiffelturm in Paris und es ist fast doppelt so hoch wie der Kölner Dom. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. It's quite a big windmill, ja. Yeah. Was interessant ist, hier unten sehen Sie das Kernkraftwerk Olkiluoto in Finnland. Das ist der neue EPR in Finnland, der da voriges Jahr in Betrieb gegangen ist. Es braucht 500 Mingyang Windräder, um dieses Kraftwerk zu substituieren und 5 Backup-Gaskraftwerke von 350 Megawatt. Und dann stellen Sie sich die Kosten vor. Wir haben das Problem bei den Erneuerbaren, dass die Energie so furchtbar verdünnt ist. Berlin, das ist hier die Fläche der Stadt Berlin, die Sie hier sehen, hat einen Bedarf von ungefähr 1,5 Gigawatt. Und wenn Sie diese Leistung mit einem Windpark erzeugen wollen, wenn Sie die Stadt versorgen wollen, dann brauchen Sie diese Fläche, fast so groß wie die ganze Stadt. Dann müssen Sie die ganze Stadt mit Windrädern zupflastern. Wenn Sie das mit Kohlekraft machen wollen, ist es die zweite blaue Fläche, Kernkraft die dritte und der Dual-Fluid-Reaktor wäre dann die vierte. Also wir müssen stark verdünnte Energie furchtbar einsammeln. Und nun mal die konzentrierte Energie als Gegensatz dazu. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wenn er sein ganzes Leben mit seiner ganzen Familie Strom aus Kernkraft konsumiert, wie viel hochradioaktiven Müll erzeugt er dann? Wie viel ist das? 10 Gramm. 1 Kilo. Ein Kubikmeter? 10 Gramm? 1 Kilo. 1 Kilo. Ja, mit den heutigen Reaktoren ist es das. Weiß ich jetzt nicht. Also es ist ein Teelöffel, ein paar Gramm. Das ist ja schwer, das Material. Uran ist ja sehr schwer. Die Energiequellen des Mittelalters sind sehr volatil. Ich zeige Ihnen mal hier die letzte Dunkelflaute, die wir in Deutschland hatten. Das war am Jahresende des vergangenen Jahres. Da sehen Sie,
dass die gesamten Erneuerbaren haben noch diese Energie gebracht. Das waren die konventionellen Kraftwerke und das war der Import. Und das ging ungefähr eine Woche. Die Deutschen wollen ja bis zum Jahr 2038 oder bis 2030 besser 80% ihrer Energie aus Erneuerbaren machen. Das bedeutet, also ich weiß nicht, ob da keiner mehr rechnen kann, das bedeutet, was, wenn Sie diese Zahlen runterbrechen auf den Tag, dann müssen Sie bis 2030 täglich 5 neue Windräder bauen. Onshore. Na, das sind die heutigen 5 MW Windräder ungefähr. Dann müssen Sie täglich 2 Windräder offshore bauen, die haben dann ein bisschen mehr Leistung. Dann müssen Sie täglich 1400 Wärmepumpen installieren und 5000 Elektroautos täglich verkaufen. Und da sehen Sie schon die Unmöglichkeit dieser Sache, weil Sie müssen ja auch die Ladepunkte bauen, Sie müssen noch 8000 Kilometer Hochspannungsleitungen verlegen, Sie müssen 1 Million Kilometer Niederspannungsnetz erneuern und Sie müssen 80 Gaskraftwerke à 300 MW bauen. Es gibt weltweit, glaube ich, 5 Hersteller, die das können. Und Sie müssen ungefähr 10.000 Kilometer Wasserstoffleitungen legen. Und das ist noch lange nicht alles. Also allein diese Aufstellung zeigt, in welchen Größenwahn die Energiewende in den Köpfen sich ist. Und Sie machen ja Gesetze gegen die Physik. Wir haben seit dem 1.1. dieses Jahres ein Gesetz, das ist die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, das besagt Folgendes. Ein Netzbetreiber darf den Anschluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nicht mehr mit dem Hinweis auf mögliche Niederspannungsnetzengpässe verweigern. Sprich, wenn sich jetzt irgendwo so eine kleine Haussiedlung etabliert und die wollen alle einen Ladeanschluss für ihr Elektroauto haben, dann muss der Netzbetreiber die installieren. Auch wenn die Leitungsquerschnitte, die dorthin führen, gar nicht ausreichen. Das glaubt man nicht. Der Müller von der BNA, vom Bundesnetzagentur, hat gesagt, auf einen schnellen Hochlauf ist der größte Teil der Niederspannungsnetze noch nicht ausgelegt. Die Netze müssen in hohem Tempo digitalisiert und ausgebaut werden. Sie können nur froh sein, dass die deutsche Regierung unfähig ist, das zu machen. Sonst würden sie ihnen die Wärmepumpe und die Ladestation abstellen. So müssen sie die ganze Fläche stilllegen. Weil das ist das, was man 1 Million Kilometer machen müsste. Die meisten Niederspannungsnetze sind nämlich erdverlegt. Und da können sich auch, es hat 140 Jahre gedauert, bis das deutsche Stromnetz installiert war. Und das wollen sie jetzt in 8 Jahren alles auf den Kopf stellen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Von den Kosten gar nicht zu reden. Ich habe ihn mal also wirklich zusammen gegoogelt, ist das. Das erhebt keinen Anspruch auf irgendwelche Wissenschaftlichkeit oder die Zahlen, die differieren im Internet derartig. Aber Sie sehen, wir reden über 1 Billion Euro. Das ist viel Geld. Also zumindest für mich. Ja, das ist die Umstellung der gesamten Wirtschaft auf Energieträger, Wasserstoff, das sind Fantastilliarden, weil das ist absoluter Nonsens. Mit den Strompreisen aus Deutschland verdient man in den Nachbarländern Geld. Daraus entsteht ein Geschäftsmodell. Österreich hat dieses Geschäftsmodell etabliert und das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn zu viel Strom im deutschen Netz ist, dann verkaufen die Deutschen den Österreichern den Strom für negative Strompreise. Es geht bis zu 50 Euro pro Megawattstunde. Und was machen die Österreicher? Die pumpen mit ihren Pumpspeicherwerken das Wasser hoch in die Oberbecken und lassen es vorbeilaufen an den Wasserturbinen ins Unterbecken wieder, weil sie mit dem vorbeilaufenden Wasser 50 Euro pro Megawattstunde verdienen können. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Wie sinnvoll das ist physikalisch, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen.
Die Gaskraftwerkssackgasse. Die Gaskraftwerkstrategie der Ampel ist rausgekommen vor kurzem. Es gibt keine Investoren, es gibt keine Planfeststellungsverfahren, es gibt keine Standorte, es gibt noch nicht mal Ausschreibungen. Alle warten auf die Subventionen. Und die Konstruktion der Subvention ist noch nicht bekannt gegeben worden, deswegen fängt keiner an, ein Gaskraftwerk zu bauen. Aber sie wollen bis 2030 21 H2-Ready-Gaskraftwerke errichten. Das sind noch 6 Jahre. Bisher gibt es ein Musterkraftwerk in Leipzig, das ist H2-Ready, hat 125 MW, hat 188 Millionen gekostet und wird mit Erdgas betrieben, weil sie keinen Wasserstoff haben. Für diese 21 Gigawatt müssten 168 solcher Gaskraftwerke wie oben errichtet werden. Das wären hochgerechnet 32 Milliarden Euro. Also es ist der komplette Irrsinn. Ich zeige Ihnen nochmal das Bild mit diesem das ist Gesetz in Deutschland, was Sie da sehen. Das hat Gesetzescharakter. Hier wird sukzessive erst die Steinkohle bis hierher, bis 2034 und bis 2037 geht das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. Und die Regierung sagt, besser 2030. Es müssten also 100 Gaskraftwerke der 300 MW-Klasse gebaut werden und ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass auf dem Energiemarkt Gas der teuerste Brennstoff derzeit ist. Weil das LNG, was aus den USA eingeführt wird, ist natürlich preislich sehr hoch. Und H2-Ready, ich weiß nicht, ob die Regierung überhaupt weiß, was das bedeutet. Die sind ja da am Konstruieren, das geht ja da um ein Zehntel Grad in der Turbine. Ne? Und diese Installationskosten wären 150 Milliarden Euro und diese Kraftwerke werden sich nie rechnen, weil sie nur mit unter 20% ausgelastet sind, ansonsten macht es Wind und Sonne. Also baut die auch keiner. Speicherillusion. Die Dame hier, Frau Professor Claudia Kempfert, hat ja gesagt, wir haben Speicher noch und nöcher. Aber wenn Sie mal den Rechenschieber herbeinehmen oder den Taschenrechner, dann stellen Sie fest, dass wir etwa Speicher haben in Deutschland für weniger als eine Stunde Blackout. Alle zusammengerechnet. Batteriespeicher und andere Wunderwaffen brauchen Sie gar nicht rechnen, die zählen nur für Minutenreserve. Es gibt 32 Pumpspeicherwerke. Für eine zweiwöchige Flaute würden wir 6.500 brauchen. Und die Norweger brauchen ihre Speicher selber. Und der Nordlink, der berühmte Nordlink, dieses Kabel, was man von Norwegen nach Deutschland gelegt hat, der schafft gerade mal die Leistung eines einzigen Kernkraftwerkes. Das Wasserstoffdelirium. Der Herr Dr. Habeck, der ja gerne mit solchen Schautafeln operiert, hat also eine nationale Wasserstoffstrategie aufgelegt. Ich glaube, der gehört zum Freud auf die Couch. Weil das ist ein Delirium. Der Turbo für die Wirtschaft bis 2030 wollen die 30-50% des deutschen Wasserstoffbedarfs erzeugen in Elektrolyseuren. Davon gibt es noch gar nichts. Es gibt auch keine Leitungen, es gibt gar nichts. Und dann wollen sie auch noch die Stahl- und die chemische Industrie umstellen und den Verkehr. Wasserstoff aus Afrika ist ja ein interessantes Thema. Der Habeck fährt ja durch die Welt und fordert die Leute auf, macht mal Wasserstoff für uns. Da kostet, wenn wir das tatsächlich hinkriegten, was nicht geht, würde die Megawattstunde 171 Euro Gestehungspreis kosten. Das ist so eine Überschlagsrechnung, die wir mal gemacht haben. Die Gestehungskosten, damit können Sie keine Industrie mehr betreiben. Grüner Wasserstoff aus Afrika, vielleicht noch eine Bemerkung. Das sehen Sie hier, das ist so ein Sonnenkraftwerk in der Sahara. Wenn Sie aus Afrika grünen Wasserstoff machen wollen, da brauchen Sie erstmal Wasser in der Sahara. 5 Liter für 1 Liter Wasserstoff ungefähr. Das heißt, Sie müssen an die Küste eine Entsalzungsanlage bauen. Die hat aber keine Energie.
Das heißt, Sie müssen so ein Kraftwerk für die Entsalzungsanlage bauen. Dann müssen Sie das entsalzte Wasser durch Rohrleitung, die es auch nicht gibt, in die Wüste pumpen zu den Elektrolyseuren. Die gibt es auch noch nicht. Die Elektrolyseure laufen aber auch nicht mit der Sonne, sondern Sie brauchen noch so ein Kraftwerk. Dann müssen Sie, wenn die Elektrolyseure den Wasserstoff produziert haben, müssen Sie den auf 250 Grad runterkühlen und verdichten und müssen neue Rohrleitungen haben, wo Sie den an die Küste zurückleiten in den Hafen, und dort müssen dann die nicht vorhandenen Wasserstofftransportschiffe anlegen, um ihn nach Deutschland zu transportieren. Es gibt derzeit ein Versuchsschiff für Wasserstoff, ein japanischer Versuchsschiff, der kann flüssigen Wasserstoff transportieren, 1270 Tonnen, glaube ich. Und das ist es. All das, was wir hier sehen, existiert nur in der Fantasie von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Spinnern. Und ich bin schon gespannt, wenn wir die Wasserstoffwirtschaft haben, dann haben wir das. Ich habe Ihnen mal drei Ereignisse hier zusammengestellt von Wasserstoffexplosionen. Stellen Sie sich mal vor, wir haben in Deutschland 45 Millionen PKWs, wenn die alle mit Wasserstoff fahren würden, was dann auf den Straßen los ist. Ja, und jetzt komme ich langsam zu meinem Ende. Ist das in Ordnung, Maya? Habe ich noch genug Zeit? Also, was haben wir erreicht? Deutschland hat 500 Milliarden Euro ausgegeben in den letzten 10 Jahren für eine Energiewende, um CO2 zu sparen. Das ist doch das Credo, was ein jeder kennt. Und anhand dieser Grafik sehen Sie, wo wir liegen. Alemannia. 369 CO2, und zwar sind das Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und damit ist nur noch Polen schlechter. Und hier ist Frankreich. Wo ist mein liebes Frankreich? Ah, hier. Sprich, der deutsche Bundesbürger hat nach dem Ausgeben von 500 Millionen Euro den 8-fachen CO2-Fußabdruck wie der Franzose. Und wie viele Kernkraftwerke hätten wir bauen können für die 500 Millionen? Wir hätten 50 Kernkraftwerke bauen können für das Geld. Und dann, ich zeige Ihnen noch ein anderes Bild. Wo Deutschland wäre, wenn wir die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet hätten in der CO2-Produktion. Das hier ist wieder Frankreich, 43 hatten wir gerade. Das hier ist Deutschland mit Kernkraftwerken. Wir hatten 17 Kernkraftwerke, die werden alle zerstört und verschrottet gerade. Und wir haben derzeit diese 398. Nun erkläre mir bitte jemand, warum machen wir die Energiewende? Das sind wir doch nicht. Schauen Sie sich doch diese Zahlen an. Das Ganze ist unfassbar. Wie weit sind wir denn? Der Herr Habeck hat vor kurzem gesagt, deutscher Strom kommt zum 2023 zum ersten Mal mehr als 50% aus erneuerbaren Energien. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir es geschafft. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Der lügt. Der lügt den Leuten glatt ins Gesicht. Er hat ihnen bei dem Atomausstieg ins Gesicht gelogen, dem Bundestag und den Bundesbürgern. Und hier lügt er genau wieder so. Warum sage ich das? Das ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland. Und zwar im Jahr 2022. Sie sehen, das ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch. Sind ungefähr, Sie sehen das, 17%. So. Und das ist das, wo er sich auf der Zielgeraden befindet. Das muss er alles noch ersetzen. Ja, also
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, zweifle ich am Geisteszustand der Protagonisten. Die deutschen Vorreiter gegen den Rest der Welt. Hier sehen Sie etwas, was Sie nicht sehen. Da ist kein Deutscher dabei. Diese Leute haben beschlossen, dass sie die Leistung der Kernkraftwerke in den nächsten 20 Jahren, ich weiß nicht, verfünffachen wollen oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, verdreifachen. Danke für die Aufmerksamkeit.